Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Trains in World 2 auf der Great Western Express. Gehen wir heute in diese Legenden ja auf die oder auf der Spur. Also wir sind den Legenden auf der Spur und haben ja mit der Class 52 dann auch die erste Lokomotive kennengelernt, die in diesem DLC mitgeliefert wurde. Diese Legenden drei Lokomotiven sind da dabei oder drei Fahrzeuge sind da dabei. Ich muss ja immer Fahrzeuge sagen, weil es sind ja nicht nur Lokomotiven. Wir haben zwei Lokomotiven, einmal die Class 52, die 08 und die 101 als Triebfahrzeug. Und ja, die haben hier tatsächlich auch eine eigene Reise, die Diesel-Legenden der Great Western. Und normalerweise wäre jetzt hier als nächstes dran die 1107, aber das ist keine richtige oder kein richtiges Szenario, sag ich mal. Sondern im Spaghetti-Western haben wir die Sammelstrecke. Und die Sammelstrecke, das ist die erste Aufgabe, die wir mit der Class 52 hier bewältigen dürfen. Dann gucken wir mal, was unsere Aufgabe dort ist. Und ja, dann werden wir die Diesel-Legenden jetzt im Laufe der Woche abarbeiten. Bis Sonntag sollten wir dann alle drei Diesel-Legenden einmal kennengelernt haben. So, willkommen in Old Oak Cammon. Heute fahren Sie diesen Western nach Pennington Bahnhof, um Personenwagen für die Fahrt nach Sloat aufzunehmen. Na, dann steigen wir mal ein hier. So, aufgerüstet ist der Hobel ja schon. Ah, wo ist die Tür? Da ist die Tür. So. Gut, setzen wir uns hin. Muss mal die Ohren hier wieder aufmachen. So, machen wir erstmal ein bisschen Licht an hier und dann machen wir mal die Lokomotive hier startklar. Richtungswende auf vorwärts. Stellen Sie die Lokführerbremse auf fahrend. So, und dann sollen wir die Leistung erhöhen. Dann geht das los hier. Wir müssen hier vorne noch mal ein bisschen was einstellen. Langsam machen hier. Warte, wo sind meine ganzen Lichtschalter? Ich glaube, die waren alle da unten, ne? Lassen wir mal kurz ein bisschen rollen hier. Das geht leicht bergab. Wir haben sogar Regen mit dabei. Okay, dann wollen wir mal kurz hier nach unten gehen. Ah, sehe ich doch nichts. Mann. So, Spitzenbeleuchtung machen wir an. Zugklassifizierungslicht ist an. Spitzensignal ist an. So, dann. Da ist die Instrumentenbeleuchtung, die habe ich gesucht. So, damit wir hier ein bisschen mehr sehen in unserer Lokomotive. Ist ja relativ früh am Morgen, 9 Uhr. Und hier ist irgendwie das Wetter ist nicht so geil. Eher dürftig. So würde ich es jetzt beschreiben. So, dann müssen wir nochmal kurz das Licht anmachen. Ich muss mal kurz mein Ventil suchen, wo das versteckt ist. Da unten haben wir es doch. Da, da. So, jetzt haben wir die Sonnenblume auch aktiviert. Geben wir nochmal ein bisschen Gas hier. Machen den Scheibenwischer mal an. Und dann wollen wir das Licht wieder ausmachen. So, dann sollte das alles passen. Dann fahren wir erstmal nach Paddington. Ist das hier überhaupt Paddington? Ja, genau. Wir fahren nach Paddington. Erstmal Personenwagen holen. Relativ entspannt hier die Nummer jetzt zum Start. Erstmal ein bisschen rangieren. Aber da fehlt mal ein Stück Oberleitung. Da wird Schwungfahrt gemacht. Na, Totmannschalter nicht vergessen. Na, jetzt brauchen wir nicht mehr aufschalten, jetzt müssen wir gegenbremsen sogar. Haben wir eigentlich sowas wie eine dynamische Bremse? Nein. Natürlich nicht. Das geht doch bergab mit 17 Promille. Warum bist du nicht schneller? Dann geben wir halt Gas. Mit dem Traktor. Aber der wird langsamer, guck mal. Obwohl wir hier bergab fahren. Irgendwas bremst doch da noch. Das Ding ist gelöst.
Noch ein bisschen Gas geben hier. Ah, jetzt hält er die Geschwindigkeit. Okay, dann ist das wahrscheinlich nur im unteren Geschwindigkeitsbereich, wo er so ein bisschen sich verschluckt dann. Da können wir ruhig ein bisschen schneller fahren. Dann wollen wir die 40 mal ausfahren hier. So, nette kleine Lokomotive. Haben sie auch ein bisschen modifiziert hier, glaube ich, für dieses DLC. Aber die 52, das ist allgemein eine sehr bullige Lok auch. Wieder so aus dem Bereich Rama Marx. Diese Legenden-DLC, das finde ich eh gut gemacht. Weil wir hier auch genug Aufgaben haben. Ja, dann können wir mal ein bisschen bremsen. Und einmal auslösen, das Ganze. Ja, dann fangen wir mal an, ein bisschen zu bremsen. Ist ja nicht mehr so weit, 300 Yards nur noch. So, ABS funktioniert wunderbar, so soll das sein. Und dann wollen wir mal den Lok zum Stehen bringen hier. So, Ziel erfüllt. Kontaktieren Sie das Stellwerk, um vorzufahren. Kuppeln Sie die Wagen vor uns an. Nachdem dies geschehen ist, kuppeln Sie die andere Lokomotive ab. Okay, Stellwerk kontaktieren. Und wir dürfen weiterfahren mit reduzierter Geschwindigkeit. 25 Ampere. So, 9 Wagen sollen wir ankuppeln. Frage, hätte ich jetzt eine Zwangsbremsung kriegen müssen? Weil theoretisch ist der Magnet ja scharf, wenn das Signal noch auf rot ist. Oder mit dem Sperrsignal wird das wahrscheinlich dann auch dunkel gemacht. Es kann natürlich auch sein, dass es dann nicht mehr aktiv ist. So, da kommt schon ein 70er-Jahre-Zug uns entgegen. Dann wollen wir erstmal hier auf den Zug drauf fahren, in Paddington. Dann freue ich mich mal, mit der Lokomotive auch mal richtig Gas geben zu können, weil hier auf der Great Western ist ja die Geschwindigkeit ein bisschen höher als auf der Northern Transpennine. So, schön bremsen mal jetzt hier. Da nicht zu schnell draufknallen. Werden wir wahrscheinlich nochmal eine Zugbeeinflussung bekommen. Nee, auch nicht. Und eine 101 steht da hinten sogar mit drin. Sehr schön. Und lösen wir. Und bremsen. So. Also, wir steigen mal aus hier. Kuppeln das Ganze. Oh. Ich hab die automatische Kupplung vergessen, oder? Was ist jetzt angekuppelt? Ja. So, jetzt haben wir. Achso, erstmal die Lok runterfahren. Okay, mach mal. So, stellen Sie die Lokführerbremse auf runterfahren. Die hier unten. Richtungswende auf aus.
Den hier lösen wir vorsichtshalber mal. Gehen Sie den Generalschlüssel auf aus. Und dann müssen wir hier unten die ganzen Lichter noch ausmachen. Upp, upp, upp. Da haben wir noch irgendwas eingestellt gehabt. Gute Arbeit, holen Sie sich eine Tasse Tee und dann können Sie den nächsten Zug übernehmen. Okay, alles klar, machen wir. Lässt du mich mal ein bisschen was arbeiten hier, bitte? Kollege? Muss er hier meinen Zug richtig vorbereiten. So, Licht aus. Und den machen wir auch aus. So, dann sollte das hier alles passen. Türe zu. Und dann gehen wir die Lokomotive am anderen Ende abkuppeln. Ja, so wurde das früher in Bahnhöfen gemacht. Mit Lokomotiven. Dann wurde von der anderen Seite eine neue Lokomotive draufgestellt. Und die andere wurde abgekuppelt und ist dann dort stehen geblieben, bis der Zug ausgefahren ist. Also nicht unrealistisch, was wir hier gerade machen. Ja, was ist? Sag ich doch. So. Setzen Sie sich auf den Führerstand des gegenüberliegenden Führerstandes. Und die 101 fährt da geradeaus. Da freue ich mich auch schon drauf, hier auf der Great Western mit der 101 zu fahren. Wegen der Gangschaltung. Dann können wir mal gucken, was die Maschine wirklich kann. Ist nicht so richtig Betrieb hier wieder, ne? Great Western ist allgemein so eine Strecke, wo viel Betrieb ist. Ah, da war die Tür. So, Tür zu. Hinsetzen. Dann erstmal den Generalschlüssel auf einmachen. Richtungswende auf vorwärts. So, Sie sind bereit zur Abfahrt des Zuges nach Sloak. Stellen Sie sicher, dass alle Passagiere an Bord und die Türen vor der Abfahrt verriegelt sind. So, Lokführerbremse, warte, die hier stellen wir mal auf Anlegen und die hier auf Fahrend. Sonst rollen wir nämlich weg unter Umständen. Und dann können wir die Türen entriegeln. Dann wollen wir natürlich ABS anmachen. Das heißt, wir müssen hier einmal... Na? Geht nicht? Uhu. Nur kurz auf den anderen Führerstand wahrscheinlich nochmal drauf. Weil ich glaube, ich habe auf der anderen Seite die ABS noch an, ne? Jetzt muss kurz hier hin. Den aus, den auch aus. Na, warte, müssen wir einmal hier. Einmal so. Und einmal den Isolierschalter aus. So, gehen wir auf die andere Seite. Ah, Tür zu. Wir wollen ja nicht lüften. So, dann einmal rauf hier. Dopp, dopp. Und dann können wir die ABS hier anmachen. So, isolieren ein. Und... So, jetzt sollte alles ein sein. So, wunderbar. Die Türen verriegeln. Und dann müssen wir nochmal hier ein bisschen Spitzenbeleuchtung anmachen. Und dann geht das los hier. Der Eisenbahn. War zu Klassifizierungslichter, den müssen wir gleich nochmal ausmachen. Spitzensignal ein. Ne, das war ja das rote Signal, ne? Genau. Aber vorne nur ein Licht, ne? Machen wir es mal kurz anders. Ah, müssen wir den ersten Bahnsteig machen. Wir geben mal Gas hier. Und dann müssen wir hier unten nochmal die Spitzenbeleuchtung, die Instrumentenbeleuchtung suchen. Und dann geht er los hier. Richtig Gas geben hier. Erstmal mit 40 raus aus dem Bahnhof. Ring, Essen ist fertig. Barkeeper, noch eine Cola.
mal Scheibenwischer parken machen hier. Zwischendurch mal ein bisschen sauber macht da vorne die Scheibe. So, dann machen wir mal die Signale aus. Die kenne ich ja. Wir brauchen auf den englischen Strecken ja nur die Geschwindigkeitsanzeige. Außer in der London Underground, da benutze ich beide. So, dann da unten hängt die 50 im Gleis. Und wenn wir nachher sogar 100 mph fahren. Wie schnell ist denn die Lokomotive zugelassen? Steht das hier irgendwo? Nö, natürlich nicht. Wir hatten wieder Geburtstag. Mini-Flauschi sind wieder Geburtstag. Hier. Die ist ja heute zu Hause, weil die Schnupfen hatten. Dann darf sie nicht in den Kindergarten. Das habe ich, glaube ich, gestern in der Folge auch schon erzählt. Aber während ihr das Video hier seht, bin ich noch auf Arbeit, glaube ich. Muss ich mal gucken, was dann hier so mein Dienstplan sagt, wie ich morgen überhaupt arbeite. Das weiß ich gar nicht. Ab bis 16 Uhr 46 nur. Also dann bin ich schon fast wieder zu Hause. Sonst können wir Gas geben. Wir haben gar keine Uhrzeiten auf dem Fahrplan. Oder ist das ein Leerzug, den wir hier fahren? Überfüllen wir die Wagen einfach nur. Das kann natürlich auch sein. Was sagt denn der Tacho? 100. 120 kann er anzeigen. Ich gehe mal davon aus, dass 100 die Höchstgeschwindigkeit für den Zug hier ist. Ich kann natürlich auch mal nachschauen. Class 52. Dann gehen wir hier schön in Wikipedia. Höchstgeschwindigkeit ist 145 km/h. Das Ganze müssen wir natürlich dann mal umrechnen. km/h in mph. 145 sind 90 Meilen. Also fahren wir maximal 90. Relativ kurze Nummer hier, glaube ich, ne? 20 Minuten haben wir jetzt schon, 15 Meilen sollen wir noch fahren, also so 30, 35 Minuten wird das Ganze wohl nur dauern. Aber dann haben wir die erste Lokomotive vom Great Western, diese Legenden, haben wir dann schon mal abgearbeitet. Und dann fehlen nur noch 3 Einführungen insgesamt, die ich jetzt aktuell auf dem Zettel habe, nämlich die 08 hier von dieser Strecke noch. Dann würde uns noch fehlen die 101 von dieser Strecke. Und wie gesagt, wir gucken uns ja die Einführung an, weil die 101, die hat ja 3 verschiedene Einführungen auf 3 verschiedenen Strecken. Und wir wollen ja die Unterschiede auch ausmachen, ob die sich weiterentwickeln, was die Einführung betrifft. Und wir haben noch die Class 40 von der Northern Transpennine, glaube ich, die haben wir noch gar nicht angeschaut. Und dann sollten eigentlich alle Einführungen jetzt inzwischen abgearbeitet sein. Dann seid ihr erstmal von Einführung bis zum nächsten DLC verschont. Und da wird der ein oder andere von euch da draußen wahrscheinlich in Freudentränen jetzt ausbrechen, dass der Ramagani hier endlich mal den Blödsinn weglässt, da mit den Einführungen. Gerade für die, die ja die 3 Wochen Urlaub in Ägypten damit machen mussten mit den ganzen Einführungen. Aber wie gesagt, wir ziehen das hier konsequent durch. Da kenne ich nichts. Oh Mann, dann mache ich die Laune hier mit so einem Dieselhobel mal so richtig schnell zu fahren. Totmannschalter nicht vergessen. Und morgen um 18 Uhr geht es dann auf die Main-Spessart-Bahn ohne Einführung. Einfach eine Runde fahren. Und dann sollten wir bis Sonntag mit den Diesel-Legenden eigentlich durch sein. Und am Sonntag haben wir dann ja nochmal einen Livestream, der ansteht. Und da könnt ihr immer noch voten für, welche Strecke wir denn da fahren wollen. Der Link zum Discord ist in der Videobeschreibung. Dort gibt es einen Raum, Abstimmung, TSW 2 Livestream heißt er, glaube ich.
Aber das werdet ihr schon sehen, ist in der oberen Kategorie mit drin. Dort könnt ihr dann auch nochmal für eine Strecke voten. Und ihr könnt natürlich für die Reingeschaut-Videos voten. Wenn ihr euch da ein Spiel gefallen hat aus der Playlist Reingeschaut, dann könnt ihr dort einen Daumen da lassen. Ab 10 Daumen mache ich die nächsten 5 Folgen von entsprechendem Spiel. Also da könnt ihr auch immer noch drauf Einfluss nehmen, was wir dort machen und was nicht. Und so kann ich den Kanal mit euch zusammen so ein bisschen entwickeln und ein bisschen könnt ihr dann das Programm auch mitbestimmen. Finde ich eine ganz gute Sache eigentlich. Auch für mich persönlich, weil da, die Spiele, die ich bei Reingeschaut gespielt habe, die haben mir bis jetzt alle auch unheimlich viel Spaß gemacht. Gerade D-Rail Valley und King of Retail, das waren so richtig geile Spiele, die mir richtig Spaß gemacht haben. Aber das ist halt immer die Frage, ob ihr das überhaupt sehen wollt oder ob ich das zu langweilig ist. Da könnt ihr dann mit voten. Der Link zum Discord ist in der Videobeschreibung. Da freue ich mich natürlich über jeden, der dort reinkommt. Der Zuwachs, der geht ja schon seit ein paar Tagen oder seit ein paar Wochen immer weiter nach oben im Discord. Und umso mehr wieder sind, umso lustigere und ansprechende Themen haben wir da. Also gerne vorbeischauen. Ihr seid eingeladen. Kommt rein, seid mit dabei. Daneben ist gerade der Medikopter 117 unterwegs. Mit einer Weihnachtsmütze. Mini Flauschi hat eine Weihnachtsmütze auf. Aber ein T-Shirt an und Rock. Das ist unser Mini Flauschi. 5 Jahre alt, total durchgeknallt. Na, wenn wir abbiegen, 50. Wir biegen aber nicht ab. Muss mal hier irgendwie auch mal einen Thumbnail machen, ne? Von dem Ding. Relativ dunkel, ne? Ah, schönes Thumbnail. So ein bisschen auch die Atmosphäre mit eingefangen, glaube ich. Wenigstens brauchen wir uns keine Gedanken machen, dass wir zu schnell werden, weil ich glaube, der schafft die 90 Meilen gar nicht. Aber jetzt geht er jetzt wieder gerade ein bisschen schneller, weil er jetzt ja bergab auch rollt. Mal ein bisschen Sprung hier rausnehmen. Oder schon wieder langsamer. Der knattert aber auch wie ein Maschinengewehr, die Lok. Wahnsinn. Ui, wir müssen bremsen. Weiß zwar jetzt nicht, was dort passiert ist, aber wir hatten auf jeden Fall... Aber die Sonnenblume ist auch gar nicht angegangen. Okay. Merkwürdig. Wir können immer noch Erfahrungspunkte sammeln hier. Cool. Eigentlich geil, dass man nur fürs Hupen schon Erfahrungspunkte bekommt. Da schalten wir doch mal richtig auf hier. Schon schön, wenn man diese Diesel-Dinger hier auch mal so richtig ausfahren darf. Das ist ja auf diesen ganzen klassischen englischen Strecken ja gar nicht möglich, weil da ist ja immer so 45, 50. Ich glaube, auf der einen Strecke darfst du sogar teilweise nur 30 fahren. Also, das ist das hier mal wieder so ein bisschen Abwechslung. Gerade auch gegenüber der Clinchfield, da wo ich mich ja so ein bisschen dafür entschuldigen muss, dass die Clinchfield, die Fahrten da so ein bisschen langweilig sind, weil wir da halt wirklich mit 30, 25, 35 mph nur durch die Gegend fahren. Da ist ja hier Great Western für euch mal wieder ideal, weil wir da mal wieder ein bisschen schneller unterwegs sind.
meine, die Idee, einen Lokführer zu warnen, dass da vorne ein Signal kommt, ist ja ganz nett, aber ich glaube, mir würde das auf den Nerven gehen auf Dauer. Das ist ja so ein bisschen in der LZB, wenn man da einen Zug zu dicht auffährt und die ganze Zeit immer dann immer die LZB-Schnarre hört. Und halt erwarten da vorne. Nee, ist nicht für uns. War nur so aus. Können wir nochmal ein bisschen Gas geben. Oh, hört sich schon gut an. 3 Meilen noch. So, wenn wir abbiegen, 40. Wir biegen nicht ab. Alles cool. Alles cheesy. Viele Erfahrungspunkte gibt es hier nicht. 3300 bis jetzt. Im Vergleich zur Bakerloo, wo wir das letzte Mal 26.000 oder so gemacht haben. So, schalten wir ab. Dann lassen wir mal rollen. Ja, bald da, in Slowed. London hat schon relativ viele Strecken inzwischen, ne? Das Ding hier startet von Paddington. Dann haben wir die Southeastern, die startet auch von London. Die Bakerloo fährt ja komplett durch London. Also London wird hier im Spiel auf jeden Fall mal nicht vernachlässigt. Jetzt ist aber halt erwarten. Was 2 gelbe oder 1 gelbes? Ah, 2 gelbe. Dann können wir langsam bremsen. Dann kommt ja noch 1 gelbes vorher. Beide Zugbeeinflussungen auf einmal gekriegt. So, jetzt bremsen wir mal ein bisschen mehr. 0,8 Meilen. Dann gucken wir mal, ob wir eine Punktlandung hinkriegen. Bei diesem leicht feuchten Wetter hier. Das zieht oben ein bisschen auf, ne? Also es sah in London auf jeden Fall mal ein bisschen mehr nach Regen aus. Wo ist das rote Signal? Bahnsteigende, okay, alles klar. Dann ziehen wir mal vor, ganz gemütlich. War ein bisschen irritiert hier von dem Bagger, weil der sah so rot aus. Also der ist ja rot, aber sah halt vom Weiten jetzt aus erstmal wie ein Signal. Deswegen habe ich mal kurz geguckt. Da ein bisschen im Hinterkopf behalten, ne? Ihr seid hier mit Ampere unterwegs, also 30 Ampere sind immer noch 50 km/h. Oder 48, um genau zu sagen. So, dann gucken wir, was wir hier gleich machen müssen. Vielleicht können wir hier noch das ein oder andere Collectible sammeln. Für die Strecke.
ein bisschen Schiss mit den Lokomotiven hier reinzufahren, man merkt das schon. Dass ich da nicht so sicher bin mit den Altbaudingern hier. Ja, zieh nochmal einen Meter vor. Ah, Ziel erfüllt. Okay, alles klar. So, Türen entriegeln. Würde ich sagen, laufen wir mal los. Wobei, das ist wieder ziemlich weit zu laufen hier alles. Aber warten wir erstmal, was das Szenario mit sich bringt. Dann haben wir halt keine Collectibles gesammelt. Aber bevor wir jetzt hier nachher wieder irgendeinen Mist bauen. Weil wir können ja mal im Ablauf reingucken. Ja, ist eigentlich nur Fahrgäste einsteigen lassen. Mal gucken, ob er dann automatisch beendet. Wir gehen mal raus und dann laufen wir mal eine Runde. Wenn nicht, müssen wir halt nochmal zur Lokomotive hinrennen. Aber viel verkehrt machen und viel kaputt machen können wir eigentlich nicht mehr. Und dann gucken wir mal, ob wir hier ein paar Collectibles finden. Hier können wir schon mal nicht raus. Doch, da geht's raus. Aber was haben wir denn hier Schönes? Ein Ticketentwerter. Gehen wir mal nach oben. Haben wir hier nochmal einen Bahnsteig? Jetzt haben wir die Türen verriegeln. Dann laufen wir hier einfach mal den Bahnsteig ab und laufen hinten über die Gleise dann wieder zu unserem Zug hin und machen den dann zu. Weil hier sieht es eher nicht so nach Collectibles aus. Ja, schade Schokolade. So, Türen zu. 32 Minuten das Ganze gedauert. Und wir haben eine Errungenschaft freigeschalten. Die GBB-Sammler. Und eine hübsche kleine Goldmedaille mitgenommen. Ja, das war die erste oder die erste Einführung und das erste Journey mit den Diesellegenden. Morgen, wie gesagt, auf der Main-Spessart-Bahn. Übermorgen geht es dann weiter mit der 08. Da die kleine Rangierlokomotive, wo wir dann auch mal ein bisschen rangieren hier. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt noch keinen schönen Abend, sondern ihr dürft abonnieren, ihr dürft Kommentare schreiben, ihr dürft Daumen da lassen, ihr dürft in den Discord kommen und mitvoten für den nächsten Livestream. Und dann verabschiede ich mich von euch und wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Wir hören uns morgen um 18 Uhr, dann mit Trains and World auf der Main-Spessart-Bahn. Bis dahin von mir natürlich wie immer gepflegt ist reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!